Lege dich auf den Rücken. Atme noch einmal tief ein und aus. Bringe deine Füße zusammen, ziehe die Zehen zu dir heran, drehe deine Handflächen zum Boden und hebe dich mit der nächsten Einatmung in den Schulterstand. Shavasana. Unterstütze deinen Rücken mit deinen Händen und versuche, deine Hände parallel zueinander auf den unteren Rücken zu legen. Po-Muskeln sind angespannt. Atme tief und bewusst. Durch die starke Dehnung im Nacken ist es wichtig, dass du in dieser Stellung nicht deinen Kopf drehst. Shavasana harmonisiert die Schilddrüse, wirkt verjüngend und glättet die Haut. Sie wirkt gegen Krampfadern und hilft bei Magenverstimmungen. Durch die Umkehrhaltung werden alle inneren Organe besser durchblutet. Im Gegensatz zum Kopfstand, der Körper und Geist eher anregt, wirkt der Schulterstand eher beruhigend. Der nächsten Einatmung deine Zehen zu dir heran und lege mit der Ausatmung deine Füße hinter deinem Kopf ab. Der Pflug, Halasana. Löse deine Hände nun vom Rücken, wenn du bequem deine Füße zum Boden bringen kannst. Beine bleiben gestreckt, Zehen zeigen zum Kopf. Versuche in der Haltung zu entspannen. Atme tief. Halasana dehnt die Rücken- und Halswirbelsäule und hilft, flexibel zu werden. Beinmuskeln werden gedehnt, die Bauchorgane erhalten eine sanfte Massage und auch der Pflug wirkt harmonisierend auf die Schilddrüse. Einatmung unterstützt du deinen Rücken wieder mit den Händen. Bringe ein Bein nach dem anderen wieder in Shavasana. Lege dann deine Hände seitlich mit den Handflächen nach unten auf den Boden. Mit der nächsten Ausatmung rollst du deinen Rücken nun Wirbel für Wirbel ab. Wenn dein Rücken ganz aufliegt, atmest du noch einmal tief ein
Hebst deinen Kopf und bringst deine Beine während der Ausatmung mit der Kraft der Bauchmuskulatur zum Boden. Lasse die Füße locker nach außen fallen, Handflächen zeigen nach oben und genieße die Entspannung.